Gerade die Großeltern erwähnt hast, das sind ja deine Eltern und deine Mami ist Anfang des Jahres gestorben. Ich war sehr in deiner Nähe und habe gemerkt, wie unfassbar groß die Anteilnahme war in der Bevölkerung, bei den Leuten. Und ich habe mich gefragt, war das für dich eine Hilfe, weil du gemerkt hast, die Leute denken an dich, geben euch emotionale Unterstützung oder war es manchmal auch eine Bürde, weil man jedes Mal wieder mit dieser traurigen, tief traurigen Nachricht konfrontiert wird? Also ich glaube, dass mir bis zum Schluss gar nicht bewusst war, tatsächlich, wie berühmt meine Mama ist. Also erst auch durch diese Anteilnahme, die gigantisch war, ist einem eigentlich erst so richtig bewusst geworden, hoppala, was hat die eigentlich mit den Menschen damals gemacht? Also so in den 70er Jahren, wo sie so erfolgreich war. Und Zweimal Olympiagold gewonnen hat. Ja, das hat sie ganz gut erledigt damals. Mhm. Und das war erstaunlich, muss ich wirklich sagen, weil darum ist es ja nie gegangen bei uns zu Hause, sondern da war der sportliche Erfolg, das war klar, man hat natürlich dann auch gewusst, wir sind ja auch nicht ganz doof, wir Kinder, und da kriegst du es halt mit, was die da damals erreicht haben. Aber so das Ausmaß, ich glaube, das kann man sich heutzutage überhaupt gar nicht mehr vorstellen, was da damals los war. Und durch diese Anteilnahme hast du das gemerkt. Aber dann so mit der Zeit, muss ich sagen, du hast das Gefühl gehabt, es will sich jeder mal irgendwie von ihr verabschieden. Und das macht den Prozess des Verarbeitens, macht das, glaube ich, nicht unbedingt einfacher. Ja, das kann ich sehr nachempfinden, ja. Und das habe ich mal gelesen, dass du gesagt hast, du magst die Berge so sehr, weil du dich durch die Berge dem Himmel näher fühlst. Und deine Mama auch? Ja, definitiv. Also ich sag, von oben hast du einen anderen Blick auf die Dinge. Erstens herrscht dort die ultimative Ruhe. Du kannst sehr über Dinge nachdenken, kannst sie auch reflektieren. Und der Blick nach oben, der geht immer, weil viele Erinnerungen natürlich dann auch zurückkommen, wo du mit der Mama warst oder auch mit Papa bist. Und das hilft aber auch, muss ich sagen, sehr, Dinge zu verarbeiten. Mhm. Also, weil sie ist ja trotzdem nicht weg, sie ist ja immer noch da. Weißt du eigentlich, dass Jörg Pilawa deinen Eltern dankbar ist? Ja, ich weiß, ich kenne den Jörg ja auch schon ein bisschen. Ein paar Jährchen. Ja. Magst du erzählen? Ja, gerne. Also ich durfte ja auch bei euch zu Hause sein. Also deine Eltern waren bei mir in der Sendung mal, als unsere Tochter, die jetzt 12 ist, Rheuma bekam. Da war sie 2, 2,5. Und da erzählten deine Eltern von der Kinder- und Rheuma-Klinik in Garmisch-Partenkirchen. Und meine Tochter bekam 2 Wochen später plötzlich Symptome von Rheuma. Und nur durch die Gespräche mit deinen Eltern habe ich dann mitbekommen, dass es Rheuma ist. Und habe ich deinen Vater angerufen und die haben sofort einen Termin gemacht. Und da haben wir uns ja ein paar Mal in Garmisch getroffen. Also im Grunde genommen haben die wirklich dafür gesorgt, dass unsere Tochter sofort medikamentös eingestellt werden konnte und heute wirklich symptomfrei ist. Ne? Sonst wäre das Garmisch wirklich nicht gewesen. Ich muss auch sagen, wirklich. Also die Klinik in Garmisch, ja, super. Die Kinder,